Mindestens 3 Millionen Klone wurden in den Klonanlagen auf Kamino gezüchtet, mit nur einem Grund: in einem Krieg zu kämpfen, bei dem sie nie jemand gefragt hat, ob sie auch Teil davon sein wollen. Einer gleich dem anderen. Vereinzelt fielen jedoch immer wieder ganz besondere Klone durch ihre erstaunlichen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld oder durch strategisches Wissen auf und zeigten, dass, obwohl sie alle dasselbe Erbgut teilen, doch jeder Klon anders und besonders ist, auf seine Art und Weise. In diesem Video stelle ich euch die wichtigsten und herausragendsten Klone der Republik vor. Es ist naheliegend, dass genau die Klone den größten Einfluss auf das Kriegsgeschehen hatten, welche auch am meisten Truppen befehligten. Sergeants führen in der Regel einen Trupp von 9 Leuten an, während Lieutenants einen ganzen Zug aus mehreren Trupps befehligen. Diese Züge unterstehen einem Captain, der wiederum einem Commander Meldung erstattet. Aber der höchste Rang, den ein Klon innerhalb der Klonarmee erreichen konnte, ist der Klon-Marschall-Commander, und diese waren, in dieser Sichtweise, auch die wichtigsten Klone der Republik. Einer von ihnen war CC-2224, Cody. Er war dem 212. Angriffsbataillon zugeteilt, wo er Jedi-General Obi-Wan Kenobi zur Seite stand. Er übernahm Führungspositionen in der Schlacht von Christophsis, Teth, der zweiten Schlacht von Geonosis und Anaxes. Außerdem half er dabei, Even Peel aus der Zitadelle auf Lola Sayu zu befreien und nahm trotz Ponkrells Betrug die Hauptstadt von Umbara ein. Gegen Ende der Klonkriege begleitete er Obi-Wan nach Utapau, wo er auch den Befehl der Order 66 erhielt. Danach wurde er und die 212. ins Imperium eingegliedert und halfen unter anderem bei der Versklavung der Wookies auf Kashyyyk. CC-5052 Bly war der Marschall-Commander des 327. Sternkorps. Auch er befehligte über die maximale Anzahl von Soldaten, wie es für einen Klon erlaubt war. Die meiste Zeit des Krieges stand er der Twi'lek-Jedi-Generälin Isla Secura zur Seite und arbeitete auch viel mit der 501. zusammen, wie zum Beispiel in der Schlacht von Quell. Seine wichtigste Aufgabe war jedoch die Eroberung des Planeten Felucia, welcher sich direkt an der perglemianischen Handelsroute befand. Jedoch würde kaum einer seiner Klonkollegen von seinem Erfolg mitbekommen, da nur kurz darauf ein anderes Ereignis die Galaxis erschüttern sollte. Ein weiterer Klon desselben Dienstgrades war CC-8826, Neo. Er war einer der ersten 100 Absolventen eines besonderen Klonkommandanten-Ausbildungsprogramms und kommandierte das 91. Aufklärungskorps. Also eine hochmobile Einheit, welche oft zusätzlich zu einem regulären Infanteriekorps eingesetzt wurde. Zu ihren wichtigsten Einsätzen zählen die Schlacht von Ryloth, Mal Asteer und vor allem die erfolgreiche Belagerung von Seleucamai. Er verblieb auf dem Planeten, um die letzten Widerstandsnester zu zerschlagen, und bekam während einer Gleiterpatrouille den Befehl der Order 66. Der letzte uns bekannte Klon-Marschall-Commander ist CC-1138, Baccarat. Auch er ist der Nachwelt vermutlich mehr für seinen verräterischen Mord an Jedi-Ratsmitglied Ki-Adi-Mundi bekannt, aber sein Rang verrät uns, dass er einen großen Einfluss auf die Geschehen des Krieges gehabt haben muss. Baccarat war der Kommandant des 21. Nova Corps, einer Elite-Division von Klontruppen, die einerseits für ihre unverwechselbaren Rüstungen und andererseits für ihre Unnachgiebigkeit im Kampf einen gefürchteten Ruf in der Galaxis hatten, bis sie dann in den letzten Monaten des Krieges Jedi-General Ki-Adi-Mundi zugewiesen wurden. Aber alleine der Rang muss nicht unbedingt etwas aussagen. So sagte Captain Rex einst: "Experience outranks everything." Oder zu Deutsch: Erfahrung geht über alles. Auch wenn die Klone in der Theorie alle gleich sein sollten, gibt es immer wieder vereinzelte Soldaten, welche Unglaubliches geleistet haben und nahezu alleine den Krieg immer etwas zugunsten der Republik gedreht haben. Einer von ihnen wäre CT-411, Ponce. Er war einer der ersten Klonoffiziere und wurde noch von Jango Fett persönlich ausgebildet. Bereits in der ersten Schlacht von Geonosis war er einer der höchsten Führungskräfte und hatte maßgebliche Anteile am Sieg der Republik. Aber vielleicht noch mehr glänzte er in der Schlacht von Ryloth, der wahrscheinlich größten Auseinandersetzung im ersten Kriegsjahr. Er wirkte noch in der Schlacht von Mal Asteer mit und wurde später auf der Endurance stationiert.
Als der Vanner der Klasse Sternzerstörer jedoch abstürzte, wurde er von Boba Fetts Crew gefangen genommen und von Aura Singh hingerichtet. Ein Klon, über welchen ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen muss, ist CT-7567, Rex. Obwohl er unter Anführungszeichen nur den Rang eines Captains hatte, zumindest für den Anfang des Krieges, gab es wohl kaum einen Klon, welcher in so vielen kriegsentscheidenden Schlachten beteiligt war. All seine Errungenschaften hier jetzt aufzuzählen, würde einfach zu lange dauern. Deswegen machen wir gleich weiter mit CC-1004, Gree. Er wählte seinen Namen wegen seines Interesses an fremden Kulturen, die es in der Galaxis zu finden gab. Er nutzte sein Wissen über fremdartige Spezies, um beim Aufbau von Allianzen mit Einheimischen, meist im Outer Rim, zu helfen. Ein Klon, welchen ich eigentlich nicht mit in die Liste nehmen sollte, ich es aber trotzdem tue, ist CT-275555, Fives. Sein Leben verlief eigentlich ganz normal. Er trainierte im Domino Squad, wurde nach der Schlacht von Kamino zu einem ARC-Soldaten befördert und war auf Umbara eine der lautesten Stimmen gegen Pong Krell. Allerdings entdeckte er auch die Verschwörung um Kanzler Palpatine und der Order 66, wurde aber von Commander Fox getötet, bevor er jemanden davon mitteilen konnte. Und genau das meine ich. Für die meisten war Fives nichts Besonderes, aber wir wissen, an was für einer Riesenverschwörung er da dran war und welche Ausmaße seine Nachforschungen angenommen hätten, wenn das alles ans Licht gekommen wäre. Das hätte den Ablauf des Krieges mit Sicherheit verändert. CC-1010 Fox führte die berühmten Coruscant-Wachen an. Er war dafür zuständig, die Hauptstadt der Republik zu kontrollieren. Dabei war er sehr pflichtbewusst. Gute Soldaten befolgen Befehle, auch wenn das bedeutet, auf eine Jedi-Padawan zu schießen oder einen seiner Brüder zu töten. Seine Rolle blieb auch im Imperium dieselbe, aber Klone hatten nach der Order 66 keinen so hohen Stellenwert mehr. Es sind doch nur Klone, sie sind nun mal entbehrlich. Und nach dem Motto fand er auch sein Ende, als Vader nach einem Fehler etwas überreagierte. Am eventuell einflussreichsten in Betracht auf die gesamte Geschichte der Galaxis ist vermutlich CC-1119, Apo. Bevor er zu einem Commander befördert wurde, diente er unter CT-7567 in der 501. Legion. Doch wie wir alle wissen, wurde die gegen Ende des Krieges aufgeteilt. Ein Teil stationiert auf Mandalore und der andere Teil auf Coruscant. Während der Order 66 marschierte die 501. Legion unter Kommando von Anakin Skywalker, also zum damaligen Zeitpunkt schon Darth Vader, und Apo in den Jedi-Tempel ein. Und so kam es, dass vermutlich Apo den Befehl weitergab, welcher Hunderten, wenn nicht sogar Tausenden Jedi das Leben kosten sollte. Aber die Zeit der Klone fand ein Ende, unter anderem auch durch die Wachstumsbeschleuniger, welche sie doppelt so schnell altern ließ. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren, denn hier ist wirklich für jeden Star Wars Fan etwas dabei. Hier rechts gibt's jetzt noch eine Zusammenfassung des gesamten ersten Jahres der Klonkriege, sowie eine Reaction von meinem Zweitkanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.